Überlegst du gerade, eine Website mit WordPress zu erstellen? Möchtest du wissen, ob WordPress das richtige Tool für dich ist? Möchtest du ein paar Einblicke gewinnen oder einfach erfahren, wie man denn startet mit WordPress und so ein bisschen auch die ersten Begrifflichkeiten verstehen und wie das Ganze funktioniert? Dann bist du richtig in diesem Video. Herzlich willkommen! Wir starten gleich mit einem Einblick. Was braucht man für WordPress? Was ist WordPress überhaupt? Was braucht man, wenn man mit WordPress starten möchte? Welche Begriffe solltest du kennen, wenn du mit WordPress arbeitest? Und ich gebe dir auch einen Einblick in das Backend, also in den Arbeitsbereich von WordPress, dass du schon mal einen Eindruck davon gewinnen kannst, wie das Ganze aufgebaut ist und ob du dir das vorstellen kannst, damit zu arbeiten. Dann würde ich sagen, lass uns loslegen. Ich habe jetzt eine kurze Theorie für dich vorbereitet und dann wechseln wir rüber in die Praxis. Starten wir mal mit der grundsätzlichen Frage, was ist WordPress überhaupt? WordPress ist eben ein sogenanntes Content-Management-System. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast. CMS ist die Abkürzung. Es heißt einfach nur so viel. Es ist ein Inhaltsverwaltungssystem. Das heißt, es verwaltet einfach die Inhalte, die du auf deiner Website draufgeben möchtest. Und es ist eben deswegen auch so beliebt, weil man dafür keine Programmierkenntnisse braucht, sondern eigentlich jeder damit starten kann und eine Website damit erstellen kann. Und heutzutage ist es so, ich glaube, circa jede vierte Website ist mit WordPress erstellt. Das heißt, es gibt eine immense Auswahl an, erstens mal an Themes, das sind sogenannte Layout-Vorlagen, wobei ich das nicht eine Vorlage in dem Sinne ist, sondern es gibt mir eigentlich vor, halt, was ich alles gestalten kann mit meinem Theme und wie ich damit arbeiten kann. Dazu werden gleich im nächsten Schritt gleich noch mehr. Und ein weiterer großer Vorteil von WordPress, auch im Gegensatz jetzt nämlich zu Baukastensystemen, ist, dass ich so viele Funktionen hinzufügen kann. Das heißt, WordPress kann ich wirklich komplett an meine eigenen Bedürfnisse anpassen. Das heißt, jemand, der ein Shop-System braucht, baut ein Shop-Tool ein. Jemand, der einen Event-Kalender braucht, kann das Event-Tool einbauen. Jemand im Online-Business, der eben mit Newsletter arbeitet, Blog und so weiter, baut das ein. Und noch vieles, vieles mehr. Also das sind gerade mal ein paar wenige Einblicke, was man alles machen kann mit WordPress. Und der großartige Vorteil ist auch, ich kann einmal klein starten und es ist dann jederzeit erweiterbar. Das heißt, ich kann es jederzeit ausbauen, ich kann es mir genauso auch wieder reduzieren. Und dadurch, dass eben WordPress so bekannt ist und so weit ausgebaut wurde, ist immer eine große Community dahinter, was für dich auch die Vorteile dann hat. Du wirst immer jemanden finden, wenn du Fragen hast, der dir deine Fragen beantworten kann. Du wirst einen Webdesigner finden, der Dinge für dich umsetzt oder weiter bearbeitet oder für dich aufbaut generell. Das heißt, du stehst nie alleine da, wenn du mit WordPress arbeitest. Und ich habe schon ein bisschen angeschnitten mit den Themes. Jetzt wollen wir uns überhaupt anschauen, wie ist überhaupt WordPress aufgebaut, so eine WordPress-Website. Die setzt sich nämlich nicht nur aus WordPress zusammen, sieht man schon, da fliegen ein paar Wörter herein. WordPress ist einfach nur mal die Basis. Das heißt, das Fundament sozusagen, man kann es vergleichen wie mit einem Hausbau, braucht man ein Grundstück. WordPress ist sozusagen das Grundstück für die Website. Und um das Ganze dann, ist die Reihenfolge nicht ganz, um das Ganze dann aufbauen zu können, braucht man sogenannte Themes. Das heißt, WordPress alleine würde gar nicht funktionieren, das geht gar nicht. Man braucht ein Theme dazu. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach nur, das gibt uns die Möglichkeit, unsere Website gestalten zu können, dass wir Inhalte einfügen können, dass wir das schön machen können. Das macht das Theme. Da gibt es eben viele zur Auswahl und da kann man sich eben das Passende dann für sich raussuchen und installieren. Und im dritten Schritt haben wir dann noch die sogenannten Plugins. Die Plugins sind dann die Funktionserweiterungen für die Website. Das heißt, das kann sein zum Beispiel, ich brauche ein Eventkalender, ein Eventbuchungstool, ich brauche einen Shop. Das kann aber auch sein in Richtung Suchmaschinenoptimierung, kann ich eine Ergänzung hinzufügen. Ich kann sagen, okay, ich möchte noch mehr für meine Sicherheit der Website machen, kann da Plugins dafür installieren. Das heißt, da gibt es eigentlich keine Grenzen. Da ist wirklich zu überlegen dann, welche Funktionen brauchst du auf deiner Website, was wünschst du dir und dann eben das rauszusuchen, was genau für dich passt. Und das ist eben das Schöne, dass man es so individuell gestalten kann. Das heißt, WordPress ist sozusagen das Fundament, deine Basis, das Theme gibt die Gestaltung vor und wie bei einem Haus zum Beispiel die Einrichtung, da machen wir es schön und die Plugins sind dann die Funktionserweiterungen, wenn man es mit Hausbau vergleicht, das sind dann die Geräte, die du dann hast, die du dann individuell einbaust in deine Website oder in dein Haus.
Genau. Wenn du mit WordPress arbeitest, werden dir ein paar Begriffe unterkommen und die möchte ich dir einfach ganz kurz einmal sagen, dass du die mal gehört hast. Und zwar, ich habe es jetzt schon zweimal erwähnt, die Themes, und ich habe hier auch rechts einen Screenshot eingefügt. Das heißt, wenn du in WordPress reingehst, hast du die Möglichkeit, dir aus tausenden von Themes dein Theme auszusuchen, mit dem du arbeiten möchtest. Gibt es natürlich auch Empfehlungen dann, welche besser sind und welche nicht. Darauf möchte ich jetzt aber nicht eingehen, da verlinke ich dir aber gerne auch ein Video und einen Blogbeitrag von mir unter diesem Video. Grundsätzlich brauchst du einfach nur wissen, dass Theme gibt dir eben vor, welche Gestaltungsmöglichkeiten du dann hast auf deiner Website. Das heißt, welche Möglichkeiten des Aufbaus du hast, ob du so ein Drag-and-Drop-System hast, ähnlich wie bei einem Baukastensystem, ob du, wie du Farben, Schriften und so weiter hinterlegen kannst, was du überhaupt einstellen kannst, um das Design zu bestimmen, das gibt das Theme vor. Das heißt, manche können mehr, manche können weniger. Muss man einfach schauen, was das Richtige dann auch für dich ist. Das Positive bei WordPress ist eben, dass es tausende verschiedener Themes gibt. Du kannst auch, wenn du es kostenfrei mal installierst, am Anfang da hin und her switchen, mal schauen, okay, was gefällt dir denn, was würde am besten passen für dich. Und zusätzlich zu den ganzen kostenfreien Themes, die du direkt eben auf der Website einfach mit einem Klick installieren kannst, kann man auch kostenpflichtige Themes kaufen. Die haben den großen Vorteil, dass du eben auch Support mit dabei hast. Das heißt, wenn irgendwelche Fragen auftauchen, kannst du innerhalb des Support-Zeitraums, das ist je nach Team unterschiedlich, immer Fragen stellen und bekommst sofort Hilfe. Kostenfrei dann eben mit dabei in dem Paket, das du da erwirbst. Dann, wie wir auch schon gehört haben, gibt es eben Plugins. Plugins sind sogenannte Funktionserweiterungen auf deiner Website. Wenn du zum Beispiel einen Kalender brauchst, Übersetzungen, ist auch so ein Ding, ja, wenn du sagst, ich brauche es mehrsprachig, dann fügt man ein Plugin hinzu, das eben dafür sorgt. Es können auch Newsletter-Formulare sein, einfach, dass man die schöner gestalten kann. Datensicherung auch ein wichtiger Punkt, dass du immer ein aktuelles Backup hast. Für Suchmaschinenoptimierung, schnelle Ladezeiten, für weitere Formulare. Alles kannst du eben, das meiste davon auf jeden Fall mit einem Klick, einfach direkt auch aus deiner WordPress-Website installieren. Da gehst du rein, suchst heraus, was du brauchst und klickst auf Installieren, Aktivieren. Und dann hast du das schon da. Genau. Wenn du dann mit deiner Website anfängst zu arbeiten, deine Inhalte zu erstellen, wirst du wahrscheinlich als erstes beginnen, Seiten zu erstellen. Ich habe dir auch einen Screenshot eingebaut von meiner aktuellen Website. Das heißt, Seiten sind einfach die Hauptseiten, die es gibt auf deiner Website. Das sind fixe, statische Seiten, die man so als Firmenwebsite auch hat. Das heißt, das ist eine Angebotsseite, eine Über-mich-Seite, Startseite natürlich, Blogseite, Kontaktseite, das sind so statische Seiten. Im Gegensatz dazu gibt es eben die Beiträge. Beiträge sind eben wirklich reine Blogartikel, das heißt, ich schreibe, um in Suchmaschinen gefunden zu werden. Und jeder Beitrag, den du schreibst, der hilft dir eben, erstens einmal öfter gefunden werden zu werden in Suchmaschinen, mehr Aufrufe zu bekommen, mehr Traffic sozusagen, nennt man das dann wieder auf deiner Website. Und es ist so, jeden Beitrag, den du schreibst, der landet automatisch auf so einer genannten Übersichtsseite, Blog-Übersichtsseite. Da werden einfach deine Beiträge nach Datum sortiert, aufgelistet und kann sich jemand, also der Interesse hat an deinem Thema, einfach schauen, okay, welche Beiträge gibt's da, was interessiert mich, was möchte ich zu diesem Thema gerne lesen. Und wirklich empfehlenswert für fast jede Website, weil es dir einfach kostenfrei dann Besucher über Google auf deine Website bringt. Wenn wir schon bei den Beiträgen sind, möchte ich auch gleich die Kategorien erwähnen. Kategorien sind sogenannte Unterthemen jetzt deines Blogs, wenn du Blogartikel schreibst. Es gibt einfach deinem Leser eine bessere Übersicht. Das heißt, du solltest dir überlegen, welche Kategorien möchte ich auf meiner Website haben, welche Hauptthemen wird es geben in meinem Blog, zu denen ich dann Beiträge schreibe und dass du wirklich dann jeden Blogartikel auch einer Kategorie zuordnen kannst. Es hilft einfach den Lesern, wenn sie sich für eine bestimmte Kategorie interessieren, dann gleich die richtigen Beiträge angezeigt zu bekommen. Dann gibt es noch die sogenannten Widgets, auch wieder so ein Begriff. Was ist das? Die Widgets fügen uns Inhalte einer Seitenleiste oder einer Fußzeile hinzu. Zum Beispiel, ich habe einen Screenshot links von meiner eigenen Website. Das heißt, ich habe da einen kleinen Über-mich-Bereich eingefügt. Einen Link zu einem kostenfreien Starterkurs, einem Freebie, dann Kategorien und auch einen Empfehlungslink jetzt für das DiviSim zum Beispiel. Das heißt, das alles, wenn ich
das einfügen möchte, gerne in die Seitenleiste meiner Blogartikel, nütze ich eben sogenannte Widgets dafür. Es sind einfach sogenannte Bausteine. Und genau das Gleiche kann man auch machen für eine Fußleiste. Das ist auch ein Screenshot. Das heißt, ich kann auch zum Beispiel mehrspaltige Fußleisten damit anlegen, da Links reingeben, Bilder einfügen, Buttons einfügen und so weiter. Und wir kommen der ganzen immer schon näher jetzt in Richtung Gestaltung. Das heißt, dann fällt dir das nächste Wort, mit dir unterkommen, und zwar das heißt Customizer. Der Customizer hängt mit dem Theme zusammen, das du installiert hast. Das heißt, hier geht es jetzt wirklich an die Einstellungen, also einmalige Einstellungen bezüglich Aussehen deiner Website. Du kannst einstellen zum Beispiel, wie die Schriftart aussehen soll auf deiner Website, welche Schriftgrößen verwendet werden sollen. Die stellt man einmal fix eben ein, dann hat man das fix hinterlegt für die Website und braucht das nicht für jeden Textelement zum Beispiel einstellen. Genauso wie Farben aussehen, wie sollen das die Menüleiste zum Beispiel ausschauen. Oder einmal stellt man ein, wie die Buttons aussehen auf der Website. Was genau du dann bei dir hinterlegen kannst, ist abhängig vom Theme, das du verwendest. Und das kann durchaus unterschiedlich sein. Ich habe dir hier rechts einen Screenshot eingefügt, das von meinem Ausschnitt ist aus dem Customizer. Genau, das heißt, ich habe allgemeine Einstellungen, da wären zum Beispiel so Sachen drinnen wie Schriftarten und so weiter. Head und Navigation wäre zum Beispiel die Menüleiste, Footer ist die Fußleiste unten, wir sehen da Buttons zum Beispiel auch. Das heißt, alles, was ich hier fix einmal hinterlege, brauche ich dann nicht mehr jedes Mal anpassen. Sondern wenn ich dann später einen Button einfüge, dann hat er eben genau das Aussehen, das ich hier festgelegt habe. Dann habe ich auch schon kurz vom Menü gesprochen. Kennen wahrscheinlich eh die meisten von euch. Das heißt, das ist das, womit die Besucher einfach leicht zu verschiedenen Inhalten meiner Website navigieren können. Man unterscheidet ja zwischen dem klassischen Menü, das heißt, ich habe hier oben mein Logo und ich habe aufgelistet meine Menüpunkte der Website. Und im Gegensatz dazu habe ich auch immer die Möglichkeit, zum Beispiel ein Hamburger-Menü auszuwählen. Hat man meistens mobil, manche aber auch direkt auf der Desktop-Variante der Website. Hamburger-Menü heißt, ich habe die ganzen Menüpunkte eingeklappt und kann sie über die drei Striche, die man hier sehen kann, ausklappen. Wo und wie das Menü angezeigt wird, ist auch wieder abhängig von dem Theme, das du auswählst. Und meistens hast du aber auch bei deinem Theme verschiedene Varianten zur Auswahl. Kann zum Beispiel sein, dass das Logo nicht links ist, sondern mittig oder oberhalb deines Menüs. Genau, und das gibt uns eben auch wieder das Theme vor, was wir da überhaupt auswählen können. Wahrscheinlich wird dir auch am Anfang, wenn du mit WordPress die Grundeinstellungen machst, immer der Link, der Name Permalink unterkommen. Was ist ein Permalink? Der Permalink verweist auf bestimmte Inhalte einer Website. Das heißt, er verlinkt auf einen bestimmten Beitrag oder eine Seite. Hier unten ein Beispiel zum Beispiel von mir, birgitotz.com/checkliste wäre so ein Permalink. Das Ganze muss man einmal einstellen auf der Website mit einem Klick, wie der Permalink ausschauen soll. Standardmäßig hat er immer Datum auch noch mit drinnen, das brauchen wir aber nicht, das entfernen wir. Wir wählen immer Beitragsname aus, das heißt wirklich nur deine Hauptdomain und dann die Bezeichnung der Seite, die du eben dann festlegst. So viel mal zur Theorie. Wie startet man das Ganze jetzt, wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne eine Website mit WordPress erstellen? Genau. In der Regel brauchst du drei Dinge, beziehungsweise zwei brauchst du. Eins sollte man haben heutzutage schon. Was du unbedingt brauchst, ist eine Domain, das heißt deine Webadresse. In meinem Fall zum Beispiel wäre das birgitotz.com. Und brauchst ein Hosting, also einen Webspeicherplatz, da wo deine ganzen Inhalte für deine Website gespeichert werden und für die Besucher eben immer abrufbar sind. Ich empfehle den Hoster allinkle.com, da kann man auch beides gleich in einem Zug reservieren, das heißt, du suchst dir ein Paket aus, das Paket Private Plus, kann ich empfehlen, und im selben Zug kannst du gleich auch die Domain mit reservieren. Du kannst auch prüfen, welche Domains überhaupt noch frei sind, und dann hast du schon mal das Wichtigste angelegt, bekommst ein Konto. Und bevor du WordPress installierst, würde ich dir noch empfehlen, den SSL-Schutz zu aktivieren. Das geht mit einem Klick innerhalb deines Benutzerkontos. Das sorgt nämlich für eine sichere Verschlüsselung. Das heißt, das grüne Schloss, das HTTPS, dass deine Website eben sicher ist. Heutzutage auch schon ein Muss. Und wird auch von dir erwartet. Ist aber in der Regel bei den meisten Hostern kostenfrei dabei. Bei allinkle auf jeden Fall. Genau. Wenn du das gemacht hast, dann kannst du tatsächlich schon WordPress installieren.
und dein Hoster bietet dir, zumindest die meisten, bei All-Inkl ist das der Fall, eine Einklick-Installation. Das heißt, das ist auch sehr einfach einzurichten, kann man auch als Laie wunderbar. Und dann hast du schon Zugangsdaten zu deiner Website und du kannst eigentlich schon beginnen, dann sie zu bearbeiten. Und das Erste, das du wahrscheinlich dann machen wirst, wenn du auf deiner Website bist, neben den ganzen Grundeinstellungen, ist, dass du mal überlegst, welches Layout-Theme möchtest du denn gerne verwenden. Das wählst du eben dann direkt schon auf deiner Website aus. Genauso wie die Plugins, die du dir überlegt hast, die du gerne verwenden möchtest oder mal auch einfach nur schauen möchtest. Direkt über deine Website hast du da Zugriff drauf, kannst dir anschauen, was es so gibt und kannst sie auch mit einem Klick schon direkt dort installieren. Und dann geht's quasi auch schon ans Gestalten deiner Website. Und jetzt hat man sehr viel Theorie, das heißt, ich zeige dir natürlich auch jetzt in der Praxis, wie schaut das WordPress von innen aus und zeig mal, was du wissen musst, wenn du startest jetzt mit WordPress. So, ich bin jetzt herüber geswitcht in eine neue, frische WordPress-Installation. So sieht das aus, wenn man sich dann einloggt mit seinen Benutzerdaten auf die eigene Website. Du landest immer als erstes im Dashboard. Das Dashboard ist so eine Übersicht, da Ich nutze es eigentlich überhaupt nicht, aber ich erkläre es dir mal kurz, was du da findest. Was du siehst, ist ein Website-Zustand zum Beispiel. Das heißt, ob du Verbesserungen an deiner Website vornehmen solltest, kann zum Beispiel passieren, wenn du Updates nicht machst und so weiter, dann wird da einiges aufleuchten. Schneller Entwurf, da könntest du mal schnell eingeben, Ideen für Blogartikel zum Beispiel, um sie einfach mal abzuspeichern. Du hast so quasi eine Übersicht, wie viele Beiträge es gibt, wie viele Seiten, Kommentare, welches WordPress-Theme du verwendest und welche Version von WordPress gerade installiert ist, was du kurz veröffentlicht hast als Beitrag zum Beispiel, auch welche Kommentare du bekommen hast und ein paar generelle Informationen von WordPress, wenn es Meetups gibt und so weiter, Wartungsrelease und so weiter, was hat sich geändert, bekommt man auch hier angezeigt im Dashboard. Das Dashboard kann man anpassen an seine eigenen Bedürfnisse, du wirst immer hier oben so einen Icon Button vorfinden, Ansicht anpassen, wenn du draufklickst. Das heißt, ich kann mir auch Dinge, die ich nicht brauche, einfach weggeben. Okay, ich möchte nur dann das da haben, kann ich mir einstellen nach meinen individuellen Bedürfnissen. Gehen wir mal vielleicht alles mal der Reihe nach durch. Hier in der linken Leiste, Dashboard, sind wir gerade gewesen, das haben wir gerade offen. Der nächste Punkt, den wirst du häufig brauchen, wenn du mit WordPress arbeitest, das sind die Aktualisierungen. Aktuell ist bei mir jetzt nichts drinnen, was natürlich also gerade am aktuellen Stand ist, aber du wirst sehen, es wird sehr schnell passieren, dass da mal irgendetwas zum Updaten ist, sei es ein Theme oder das Plugin, ein Plugin, das du installiert hast, oder auch die WordPress-Version selber. Du wirst da immer so eine rote Zahl vorfinden, dann weißt du, okay, da ist wieder was Neues hinzugekommen und da sollte man wirklich immer up-to-date halten. Ich sage mal so, das Richtwert immer einmal im Monat, sollte man da auf jeden Fall mal das Ganze aktualisieren, damit das Ganze technisch einwandfrei läuft. Dann schauen wir weiter zum nächsten Punkt, nämlich den Beiträgen. Beiträge sind die Blogartikel, die du schreibst, die dann auf der Blogübersichtsseite angezeigt werden. Darum ist es auch wichtig, den als Beitrag anzulegen. Am Anfang passiert es häufig, dass man mal versehentlich eine Seite anlegt. Eine Seite, die ist statisch, steht immer alleine für sich. Aber ein Beitrag, der wird zusammengefasst, eben dann immer auf so eine Blogübersichtsseite. Standardmäßig ist immer einer schon drinnen, den kannst du ruhig auslöschen. Wenn du einen neuen Beitrag erstellen möchtest, klickst du eben hier auf den Button. Dann hast du auch schon die Möglichkeit, hier deine Inhalte einzufügen. Das heißt, du gibst eine Überschrift ein und du kannst hier dann schon mit dem Text zum Beispiel lostippen. Über das Plus hast du verschiedene Möglichkeiten, die du schon einfügen kannst. Das heißt, du kannst Galerien machen, Bilder einfügen und so weiter. Hier kommen wir wieder zurück über das W. Manchmal wieder im Dashboard. Da sehen wir auch jetzt die Kategorien, die ich dir auch schon gezeigt habe. Das heißt, dass du überlegst, 3 bis 5 Kategorien, wie du deinen Blog einteilen wirst, kannst du hier anlegen mit einem Namen. Dann hast du dich später beim Beitrag immer in der rechten Seitenleiste, nämlich zur Auswahl, und sagst, du kannst es schon anhaken, wo dieser Beitrag dann zugeordnet werden soll. Als nächstes kommen wir zu den Medien. Das heißt, das ist deine Medienbibliothek. Da ist aktuell noch nichts drinnen, außer ein Bild, das ich durch ein Plugin jetzt schon installiert habe. Normal ist es leer, das heißt, du fügst dir hier wirklich deine Bilder dann ein, die du auf deiner Website brauchst. Die werden alle hier gesammelt, sind für dich dann jederzeit abrufbar. Du kannst sie entweder direkt hier hochladen, über neue Mediendatei hinzufügen, oder du kannst auch direkt, wenn du an einer Seite arbeitest und dort gerade ein Bild einfügen möchtest, auch von der Seite aus
kommst auch in die Mediathek und kannst die hochladen. Das heißt, es gibt hier verschiedene Wege. Du musst nicht immer wieder ins Dashboard zurückgehen und hier die Bilder hochladen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, den Seiten. Seiten, haben wir gesagt, das sind Home, über mich, Angebotsseiten und so weiter. Hier sind auch schon zwei Musterseiten angelegt, so eine Beispielseite und eine Datenschutzseite. Du kannst sie aber beide entfernen. Ich würde wirklich mit deinen eigenen Seiten starten, dass du sagst, hier neue Seite anlegen, legst eine Startseite an und so weiter, die Seiten, die du brauchst. Ich klicke hier einmal drauf. Es schaut jetzt nicht anders aus, jetzt wie bei deinen Blogartikeln. Das hängt nämlich auch davon ab, dann später, welche Theme du verwenden wirst, wird das Ganze auch wieder dann anders ausschauen. Aber das Prinzip ist immer gleich. Ich lege einmal eine Überschrift an, dann fange ich an zum Gestalten. Kommentare. Das heißt, wenn du Blogartikel hast, hast du unten immer so ein Kommentarfeld. Und kann man natürlich Kommentar abgeben dann zum jeweiligen Beitrag. Der wird nicht automatisch veröffentlicht, sondern der landet immer hier automatisch bei dir in den Kommentaren drinnen. Du kannst dann überlegen, ob du den veröffentlichen möchtest oder nicht. Du kannst ihn, wenn er dir nicht gefällt, in den Papierkorb legen. Du kannst ihn als Spam markieren, falls ein Spam reinkommt. Das kann man aber umgeben, indem man auch ein Plugin installiert, das den Spam überhaupt von Haus aus rausfiltert. Genau, du kannst darauf antworten und das Ganze dann auch veröffentlichen. Dann kommen wir zum Design. Und Design haben wir eben jetzt die Themes drinnen, die ganzen Layout-Themes. Und ich habe hier jetzt mal zwei standardmäßig installiert. Über neue Themes hinzufügen, kommst du zu einer großen Auswahl an vielen weiteren Themes. Wir sehen hier über 6000 populär. Neueste sind über 11.000. Genau, hier würde ich mir vorher ein paar Theme-Empfehlungen einholen. Nicht alle Themes sind gut, gerade bei den kostenfreien. Aber wenn du einfach mal starten möchtest, die 2023, 24, das ist alle, die mit 20 beginnen. Das sind die man auf jeden Fall einmal verwenden kann. Hello Elementor, Astra sind auch Themes, die man durchaus einmal am Anfang verwenden kann, Ocean VP. Wenn man sagt, man möchte einfach mal kostenfrei starten und einfach mal ausprobieren, dann würde man einfach da draufklicken, auf jetzt installieren. Man könnte sich natürlich auch vorher noch Details und Vorschau natürlich anzeigen lassen. Kannst du dich einmal durchwühlen und dann einfach eins auswählen und installieren und aktivieren. Und oft ist es so, wenn man was installiert hat, dann erweitert sich auch die linke Leiste. Wir sehen hier jetzt, ist ein Punkt Astra hinzugekommen. Würde ich das Astra jetzt wieder weggeben und zu einem anderen Theme wechseln, verschwindet das hier wieder. Und siehst auch die Funktionen haben sich jetzt geändert. Und das Design habe ich jetzt gar nicht mal so viele Möglichkeiten. Jetzt, wenn wir das Astra wieder aktivieren, wirst du gleich sehen, okay, da kommen weitere Punkte hinzu. Und bringt mich auch gleich zum nächsten Punkt, dem Customizer, wo wir gesagt haben, da können wir die ganzen Einstellungen machen, die man einfach fix hinterlegt. Wie sollen meine Schriften ausschauen? Wie groß sollen die sein? Wie sollen meine Buttons gestaltet sein? Das kann ich im Customizer festlegen, indem ich hier einfach reingehe. Öffnet sich eben so eine linke Seitenleiste. Und das ist wirklich sehr unterschiedlich von Theme zu Theme. Du wirst sehen, wenn du das wechselst, das sieht immer ein bisschen anders aus. Aber in der Regel hast du immer die Möglichkeit, eine Typografie, also die Schrift einzustellen, Farben zu hinterlegen, die Buttons zu gestalten. Genau, der Header-Bilder, das heißt, wie soll denn die Menüleiste ausschauen? Das sind eben so Dinge, die hat eigentlich jedes Theme eigentlich mit dabei. Und ansonsten gibt es halt einfach so leichte Variationen. Ich gehe da jetzt wieder raus. Dann sind wir schon bei den Widgets. Die Widgets haben wir gesagt, das ist ja die Seitenleiste, die ich zum Beispiel habe bei Blogartikeln, oder ich kann auch eine Fußleiste zum Beispiel damit gestalten. Genau, und hier können wir auch eben über so Plus verschiedene Elemente einfügen. Standardmäßig haben wir schon drinnen zum Beispiel Kategorien, Archiv, letzte Kommentare, eine Suchleiste. Kann man alles individuell gestalten. Hier unten werden dann die Fußzeilen. Genau, dann kommen wir zum nächsten Punkt, dem Menü. Das heißt, das ist die obere Leiste, mit der man sich navigieren kann. Dann kannst du hier ein Menü anlegen. Gerade kann ich dir noch nichts aktuell zeigen, weil dazu müssten wir erst einmal ein paar Seiten angelegt haben. Dann hätte man dir hier nämlich Links zur Auswahl und du kannst dir dann mit einem Klick deinem Menü hinzufügen, die auch bei Drag and Drop sortieren, in welcher Reihenfolge die angezeigt werden.
Kommen wir zu den Plugins. Standardmäßig hast du immer schon Plugins installiert. Die kannst du in der Regel rauslöschen und installiere wirklich die eigenen Plugins, die du brauchst. Manchmal sind die auch nicht einmal DSGVO-konform, die standardmäßig mit drinnen sind, wie das Akismet zum Beispiel. Und neue Plugins installierst du immer. Ich schließe das jetzt hier mal. Über neue Plugins hinzufügen. Da kommst du genau, wie wir es jetzt vorhin bei den Themes hatten, zur ganzen Auswahl an Plugins, die eben davor installiert sind. Und auch da ist es immer gut, sich vorher eben Empfehlungen zu holen, welche Plugins empfehlenswert sind, erstmal welche Funktionen brauchst du, welche Plugins würden sich dafür eignen, was wäre ein gutes dazu, und dass du dir das direkt dann raussuchst. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, für eine Datensicherung, das wäre Updraft Plus, gebe ich das in die Suchleiste ein und das erscheint dann gleich hier oben und klicke ich auch wieder auf Jetzt installieren und dann aktivieren. Manchmal braucht man gar nicht mehr tun, es zu aktivieren, teilweise muss man noch ein paar Einstellungen machen, das ist auch unterschiedlich. Aber mehr ist es dann gar nicht. Das heißt, die meisten Plugins, die du brauchst, sind auf jeden Fall kostenfrei. Die meisten werden wahrscheinlich auch mit den kostenfreien auskommen. Braucht man irgendwas Spezielleres, dann kann es natürlich auch sein, dass man mal ein kostenpflichtiges hochladen muss oder kann. Man hat die Möglichkeit. Genau, aber wie gesagt, oft ist es gar nicht nötig. Dann haben wir da als nächsten Reiter den Benutzer. Da sind alle Benutzer angelegt, die auf dieser Website arbeiten. Das heißt, in dem Fall bin es ich, du kannst jederzeit aber auch weitere Benutzer hinzufügen über den einen Button. Dann schauen wir kurz zum Werkzeuge-Reiter. Das ist zum Beispiel interessant, wenn du Daten importieren möchtest von einer anderen Website auf deine oder auch von einer alten Website von dir. Zum Beispiel, wenn du deine Blogartikel übernehmen möchtest in der neuen Website, die du erstellt hast, dann kann man das über die Importieren-Funktion bzw. erst natürlich über Exportieren und dann Importieren machen. Sonst haben wir noch das Thema mit den personenbezogenen Daten hier drinnen. Und dann kommt nochmal ein bisschen längerer Punkt, die Einstellungen. Hier haben wir einige Reiter, der sich jetzt auch unterscheidet damit, der wird wachsen. Aber die Punkte drinnen, die werden wachsen im Laufe der Zeit, wenn du mehr Plugins installierst. Viele Plugins landen dann eben hier drinnen, wo man eben Einstellungen dann vornehmen kann. Und standardmäßig hast du immer dabei eben die allgemeinen Einstellungen, Schreiben, Lesen, Diskussion, Medien, Permalink und Datenschutz. Also das Updraft Plus und Anti-Spam-B, das sind schon Plugins, die ich installiert habe, die eben jetzt bei meiner Installation mit drauf sind. Genau, bei den allgemeinen Einstellungen ist es immer so, ich würde dem Ganzen den Titel der Website auf jeden Fall geben, das heißt, dass man wirklich auch weiß, zum Beispiel bei mir Webdesign Vegetots. Und der Titel wäre eben Website mit WordPress, zum Beispiel, dass du wirklich dein Thema reinschreibst. Standardmäßig, der Text, der normalerweise standardmäßig drinnen steht, den solltest du nicht drinnen lassen, also wirklich deinen eigenen reingeben. Wird nämlich auch in Google angezeigt. Genau. Auch hier kannst du zum Beispiel auch die Sprache ändern, falls du die Leiste jetzt in Englisch hättest, kannst du es hier umstellen auf Deutsch. Und unten die Änderungen speichern, wenn du was geändert hast. Unter Schreiben würde ich jetzt nichts verändern, das ist einfach eine standardmäßige Einstellung, die können wir so lassen. Unter Lesen ist festgelegt, was die Home-Seite sein soll. Standardmäßig ist immer drinnen alle Beiträge, die angezeigt werden, also die Blogartikel, wollen wir in der Regel bei einer Firmenwebsite nicht. Das heißt, das ist was ich am Anfang gleich einmal umstellen würde, auf eine statische Seite. Und da müsste man als erstes schon die Home-Seite angelegt haben, dann könnte man die hier auch schon auswählen. Ist angelegt und veröffentlicht, dann hat man die hier drinnen zur Auswahl. Wenn du startest und erst gerade im Aufbau bist, mach einen Haken hier rein, Suchmaschinen davon abhalten, diese Website zu indexieren, weil du möchtest sicher nicht, dass Inhalte in Google landen, die da noch gar nicht hingehören. Am Anfang probiert man auch viel rum und man möchte natürlich noch nicht gefunden werden in Suchmaschinen. Das heißt, den Haken, den gehen wir am Anfang rein und am Ende, wenn die Website online geht, entfernen wir den dann wieder. Diskussionseinstellungen, die kannst du durchgehen, genau, wie du eben umgehen möchtest. Das schaust du dir einfach durch, was für dich passt. Kannst du Haken rein- oder rausgeben. Medien, ist auch so einfach standardmäßig eingestellt, die Bildgrößen auf deiner Website. Lass mal auch so, wie es ist. Permalink ist eine wichtige Einstellung. Da würde ich eben einstellen auf Beitragsname, weil wir wollen jetzt keine Datumszahlen oder so drinnen haben, oben in unseren URLs. Die sollen wirklich einen schönen Namen haben. Zum Beispiel Birgitotz-Checkliste,
und nicht birgithotz-2024-01-42-Checkliste. Sondern es soll einfach einen schönen Namen haben. Das heißt, da wählen wir Beitragsname aus und dann speichern wir das ab. Dann kommen wir zum Datenschutz. Da wählst du dann einfach deine Seite aus für den Datenschutz. Automatisch ist ja schon eine angelegt. Falls du die änderst, dann änderst du das einfach um auf deine Seite, die du dafür anlegst und klickst auf diese Seite benutzen. Und damit sind wir auch jetzt schon durch bei dem ersten Einblick im Dashboard. Nach den ersten Grundeinstellungen dann in WordPress geht es auch direkt schon los und du kannst deine Seiten anfangen zu gestalten, deine Beiträge zu erstellen und so weiter. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen, mal einen Einblick zu bekommen in WordPress, wie das Ganze von innen aussieht, was die ganzen Begrifflichkeiten bedeuten und so weiter und wie so die ersten Schritte aussehen, die man also geht, wenn man eine neue Website erstellen möchte. Wenn du mehr dazu wissen willst, unter dem Video verlinke ich dir noch weitere Blogartikel zu dem Thema, auch zum Beispiel welches WordPress-Theme ich empfehle, auch Artikel, die dir nochmal helfen bei der Grundeinrichtung, bei der WordPress-Installation und wie ich dir zum Beispiel auch weiterhelfen kann, wenn du mal ein Problem hast mit deiner Website. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über deinen Daumen hoch, abonniere gerne auch den Kanal. Es wird immer wieder weitere Videos geben, auch zu WordPress-Themen, die dir weiterhelfen. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.